Also wir haben hier so Chili-Knacker. Ja. Sind wir? Wie ich noch kleiner war und wie ich dann mit meiner Mama immer einkaufen war. Und dann habe ich mir alles immer gedacht, wenn wir an der Wursttheke vorbei sind, die armen Frauen hinter der Theke, die müssen so viele Nummern wissen und die müssen alles wissen von allen möglichen Wurstsorten und Fleischsachen, was das ist. Da habe ich gedacht, nee, das machst du nie. Und habe dann aber danach ein Praktikum in der Metzgerei gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass es auch mit diesen Nummern lernen, das ist ja eigentlich reine Übungssache. Und Fleischer sein ist anders, als du denkst. Das ist nicht mehr so wie früher, sondern das ganze Berufsbild hat sich zum Positiven hin verändert. Heutzutage musst du ja auch nicht mehr schlachten. Das ist ja, ich bin ja hier in der Metzgerei, wir schlachten ja gar nicht. Wir kriegen unser Fleisch, wir kriegen unsere halben Schweine so. Man kann sich kreativ ausleben. Ich habe einmal für eine Wurstplatte für ein älteres Ehepaar gemacht. Die waren schon süß, wie ich die Bestellung angenommen habe. Dann haben die mir auch noch einen Brief dann geschrieben, dass es dann so schön wäre und so. Ich finde es dann so toll, wenn du das dann halt auch bestätigt kriegst von der Kundschaft, dass du deinen Job gut machst. Die Kombination von der Arbeit im Laden und in der Wurstküche macht mir schon Spaß, weil ich sage mal, ich habe draußen halt dann noch den Kundenkontakt. Machst du mit denen halt ein paar Sprüchchen und wenn dann die Kiddies da sind, dann gibst du denen eine Scheibe Wurst und dann schon allein das Strahlen von denen Kinder dann, wenn sie so eine Scheibe Wurst kriegen, das ist einfach das ist toll. Wenn man jetzt eine Ausbildung als Fleischer machen möchte, ist es in einem Handwerksbetrieb besser, als in eine Supermarktkette zu gehen. Weil im kleinen Betrieb, sag ich mal, du lernst wirklich alles. Du weißt, wie du aus dem Schinken einen Kochschinken machst und so, wie du den spritzt, wie du den einformst, wie du den polterst und so Sachen. Von daher sind so kleine Handwerksbetriebe besser. Also als Frau in dem Beruf Fleischer sollte man schon tough sein. Und sollte sich halt auch durchsetzen können, weil schon ab und zu mal ein rauerer Ton auch in der Wurstküche herrscht. Man muss halt auch körperlich, muss man halt auch ein bisschen mehr ranklotzen, wie jetzt als eine Sekretärin im Büro. Aber ich sag mal, man hat ja Arbeitskollegen, die einem da helfen können als Frau. Man muss es halt auch wirklich wollen. Weißt du, die Leute, die denken auch immer, ja, hier Metzger ist ja nicht so schwer, Metzger sind alle blöd. Du musst ja hier rechnen, du musst ja wissen, wenn du eine Bestellung hast, du musst ja wissen, wie viel Kilo Wurst du machen musst. Man muss da schon Köpfchen haben. In dem Beruf kann man es ziemlich weit bringen. Von der Ausbildung her angefangen, man kann den Landeswettbewerb mitmachen, wenn man da gut ist, den Bundeswettbewerb oder dann auch die Europameisterschaft. Wo man sich halt auch, sage ich mal, einen Namen dadurch machen kann, wenn man da gut abschneidet. Man hat den Partyservice, wo man kocht, wo man sich auch kreativ ausleben kann, wo man auch verschiedene Rezepte und so ausprobieren kann. Dann man hat den, wenn man es hat, einen Verkaufswagen oder so, wo man auf Wochenmärkten geht oder wenn man jetzt auf die Kerven geht mit einem Wagen, wo man jetzt halt seine Bratwürstchen verkauft oder so. Es ist halt ein ganz anderes Arbeiten wie früher. Und es macht auch Spaß.